München, ja, rechtzeitig zum EM-Auftakt morgen in der Arena. So ist es. Melden wir uns, der Abi und der Peter, im schönen blauen Kia vom Abi, der dem FC Schalke 04 in der Rückrunde viel Glück gebracht hat und Gott sei Dank den Klassenerhalt. Ja. Aber jetzt steht ein großes Event in Deutschland vor uns, die Europameisterschaft 2024, Abi. Ja. Morgen das Eröffnungsspiel. Ich freue mich drauf, Peter. Du weißt, das ist immer was Schönes, so eine EM. Und da muss man einfach auch sagen, wir hoffe ich mal, dass wir so weit wie möglich kommen und ja, schöne Spiele sehen, auch von den anderen Mannschaften, dass kein Stress entsteht in den Städten und. Dass alles ruhig bleibt, kein Theater ist. Ja, genau. Und dass wir eine schöne Europameisterschaft feiern können, so wie damals das Sommermärchen 2006. Genau. Warum soll das jetzt nicht eine Sommerliebe werden? Ne? Ja, also ich hoffe, dass wir erstes Spiel hier gegen Schottland natürlich, die müssen wir sofort weghauen, dann haben wir einen guten Start. Und wenn das passiert, dann glaube ich auch, dass die Mannschaft dann Selbstvertrauen hat und wir dann auch, glaube ich, den Weg machen, den sie eigentlich auch vorhaben, so weit zu kommen wie möglich. Und ja, werden wir sehen. Aber ich hoffe, gegen Schottland, das ist ja das Wichtigste. Auftaktspiel ist ja wichtig. Das Auftaktspiel, ne? Zu gewinnen. Und wenn wir das gewinnen, dann überfahre ich hier gleich noch den. Meine Güte. Bevor der WM, vor der EM noch einen überfahren. Ja. Also ich sag mal so, wenn wir bis ins Endspiel kommen, werde ich den Hut also bis dahin aufsetzen. Du, ja, du wirst auch. Den setze ich nicht mehr ab dann immer. Jetzt habe ich den gefunden und dann bleibt er auch dabei. Volksschut, ne? Von 2006. Ja, wie gesagt, wir werden sehen, wie die anderen Mannschaften da alle reinkommen. Man wird sehen, die Engländer, die auch der Favorit sind. Absolut, die Franzosen vor allen Dingen. Ja, ne? Und wie die alle reinkommen. Aber ich traue unserer Mannschaft eigentlich sehr viel zu. Das glaube ich schon. Wir werden das bei dir im Büro gucken. Ja, auf jeden Fall. Mit ein paar Jungs und werden dann auch viel Spaß haben. Feiern. Und hoffen natürlich, dass wir dann auch ein Bierchen trinken können auf den Sieg. Ja, das wäre natürlich wunderbar. Aber ich freue mich einfach für das ganze Land und ich hoffe auch, dass hier die ganze Euphorie richtig aufkommt und die Mannschaft mitnimmt. Und das wir uns dann natürlich auch von Spiel für Spiel steigern. Abi, du hast 78 selber die WM mitgemacht. Du kennst es mit dem Turnier, ihr habt gegen Polen 0-0 gespielt. Eröffnungsspiel, der hat immer seine eigenen Gesetze. Ja, Eröffnungsspiel sind meistens viele Spiele, die 0-0 ausgegangen. Ja, knappe Sachen. Und, ja. Ja, aber das Ganze in so einem Turnier wie jetzt, wenn das in Deutschland ist, wäre das natürlich toll, wenn ihr da gleich sofort einen Sieg holt und dann ist die Euphorie natürlich noch größer und die Leute, die würden dann auch überall hingehen und überall Spaß haben und ich hoffe, dass vor allen Dingen hoffe ich auch, dass wir schönes Wetter haben, dass die Leute draußen gucken können. Ja, alles vorbereitet, also hier die Stadt Gelsenkirchen ist auch in Stimmung und in Aufruhr. Man sieht richtig die Aufbruchstimmung auch dabei. Ja, man sieht das ja auch hier bei uns schon in Ruhr. Egal wo. In Ruhr ist ja auch alles schon geschmückt. Ja, alles. Super, alles klasse. Und ich glaube, die Menschen freuen sich da auf die EM. Und die Erwartung ist natürlich auch groß. Ne? Gut, Nagelsmann muss natürlich da jetzt die richtige Mannschaft gegen Schottland sofort finden. Ne? Ja, weil die Schotten, die darf man nicht unterschätzen. Ja, das ist eine kämpferisch gute Mannschaft und wenn man da nicht aufpasst, dann fängst du dir auf einmal einen ein und dann rennst du hinterher und die Schotten können sehr gut abwehren, das weiß man. Ja. Und gut, es kommt jetzt immer darauf an, wie schnell man gegen Schottland Tor macht. Letzte Zeit waren wir ein bisschen rar mit Tore und man hat ja auch gesehen gegen Griechenland, die Griechen waren sehr gut. Da waren ein paar sehr gute Spieler dabei. Dann hat Neuer natürlich ein, zwei super Bälle gehalten, die wahrscheinlich mit ein bisschen Pech wären die reingegangen, aber wir haben Glück gehabt und den Neuer im Tor. Und dann haben wir natürlich, das muss man sagen, nicht aufgegeben, weil wir das Spiel wollten wir unbedingt gewinnen. Unbedingt gewinnen, ja. Und das hat der Wille der Mannschaft war da auf jeden Genau Fall. So ist es. Und so muss es hier gegen Schottland genauso sein. Ja, und die Stimmung im Stadion wird mit Sicherheit hier
in München super sein. Ich habe ja gestern ein paar Bilder gesehen vom Public Viewing, was die da feiern und so weiter. Da geht die Post ab, da bin ich fest von überzeugt. So ist es, Peter. Ich habe auch noch was, Abi, wollte ich dir noch übergeben. Hier die Brille, den Glücksbringer. Jawohl, die setze ich auch. Kann nicht viel sehen, nein, ich fahre quasi blind, aber ist ja egal. Der Wagen ist gut versichert, glaube ich. Ja, liebe Freunde, ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Woche wieder, denn wir werden ab und zu immer wieder neu über die EM berichten. Jawohl. Im schönen blauen Kia vom Abi. In dem Sinne, viel Spaß. Ciao. Und hoffentlich 3 Punkte. Ciao, ciao.